Leute, weiter geht's bei Conker's Bad Fur Day. Beim letzten Mal haben wir mal die Szene mitbekommen, was passiert, wenn ich ein Leben verliere. Oder wenn ich sterbe, ja. Haben wir es auch mal gesehen, das ist interessant. Aber nun kommt diese Stelle hier noch einmal. Wie gesagt, ich hasse diese Stelle. Also was heißt hassen? Es ist extrem cool gemacht, aber... Ja, es gibt leichtere Dinge, weil man hat wirklich nicht viel Zeit. Und das Zielen ist auch nicht so wirklich das Wahre hier mit Conker. Gut. Dann hier unten. Nein. Ja. Die Richtung war okay. Dann das Ding hier. Nein. Ja. Ich könnte jetzt schon versuchen, eigentlich, das da oben runter zu holen. Ah, komm, scheiß drauf, ich gehe weiter. Ich habe nicht so viel Zeit, wie gesagt. Ich habe echt keine Zeit. Schneller sein, Conker, schneller sein. Und daran. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ich bin ungefähr 2 Sekunden schneller als zuvor. Oh, diese Musik. Überhaupt nicht dramatisch oder so. Nein, nein. Hoch da. So, jetzt gut sein. Jetzt unbedingt gut sein. Wo ist das Zeug? Da oben. Zack. Nein, da war nichts. Komm schon. Ja. Dann da hinten. Aber nicht schlecht. Die Richtung war nicht schlecht. Jetzt ist sie wieder schlecht. Kacke. Man kann es doch schlecht justieren. Ja, 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 ja. Wo ist das Ding? Da, 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 da. Schnell. Conker. Bitte schnell. Nicht nochmal versagen jetzt. Und? Ja, hat gepasst. Habe ich jetzt alle? Ich werde es gleich merken. Es sieht gut aus bisher. Ja, ich glaube, es passt. Ich glaube, es passt. Komm schon. Oh mein Gott. Diese Scheißstelle. So. Gut. Haben wir es geschafft. Puh. Das war nicht leicht. Okay, weiter geht's. Wo sind wir jetzt hier? Ah. Seht ihr? Wir sind jetzt auf der anderen Seite der Scheune. Die Tür hier haben wir schon mal gesehen. Energie brauche ich, wie gesagt, keine. Nö. Und auch so einen Typen, die haben wir schon mal gesehen. So einen haben wir auf die Schuhe gekotzt im Intro. Der tut uns eigentlich nichts, außer wir stellen ihn uns hier auf seine Steintafel. Dann lässt er einem hier hochspringen. Und dann, ist hier Geld. Nehmen wir. Keine Sorge, du kommst mit. Who wants to be a millionaire? Me, actually. Ein Millionär? Naja, du hast erst $300. Das ist quasi nix. Conker? Conker versinkt quasi gerade im Stroh. Ja gut. Gehen wir raus hier. Ich glaube, in der Scheune haben wir jetzt alles gemacht. Glaube ich. Ja genau, jetzt hier hoch. Dann kommt auch was, was nicht gerade leicht war, glaube ich. Wir sind ja immer noch dabei, diese ganzen Kitzelbienen zusammenzutragen, nicht wahr? So, hier hochzukommen ist nicht ganz leicht. Ihr seht, diese Biene zieht ihre Kreise. Ich glaube, hier stehe ich noch sicher. Und jetzt hochgehen, jetzt komm schon. Manchmal ist es extrem knapp, echt extrem knapp. Aber bisher geht's ja. Ich glaube, wenn man getroffen wird, dann fällt man unter Umständen komplett runter. So, drauf achten. Auf welcher Seite ist sie länger unterwegs? Ha, was? Boah, mein Gott, bin ich hier... Oh, ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen wegen dir, du scheiß Vieh. Scheiß Wespe. Ja, ich habe mich nicht bewegt. Immer schön über mich drüber geflogen und dann einfach zack, Attacke. So, jetzt gehe ich. Komm, 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 komm. Fand ich aus... Kleines Kind auch ein bisschen, ja, herausfordernd. Wo ist das Vieh? Oh, was? Wie fliegst du denn? Wie ist einfach gerade nach unten gekommen? Oh, oh Gott, wie fliegst du denn? So, jetzt, was tun wir hier? Wir springen einfach mal der Schokolade entlang. Und drücken B.
zack! Ja, wenn man das nicht weiß, ist ein bisschen fies. Ah, jetzt geht das auf. Und da ist Geld dahinter. Alles klar. Alles klar. Ja, einfach in die Luft springen und dann B, obwohl man gar keine B-Taste sieht. Die B-Taste ist ja zwar schon unter Conker, aber halt sehr weit unter Conker. So, jetzt muss ich mich hier gut umsehen, weil ich glaube, hier irgendwo sind auch solche Bienen. Ja, da drüben ist ein Bienenvolk. Das muss ich jetzt ansprechen gehen. Nicht herunterfallen wäre auch noch schön, ja. Aber solange ich nur hier reinfalle, ist alles in Ordnung. Einfach nicht komplett runter. Ich glaube, wenn ich die Bienen angesprochen habe und ich dann runterspringe, dann können sie mir nicht mehr folgen. Irgendwas war. So. Ich laufe mit Conker ungern solche engen Passagen entlang. Nein. Au. Ja, ich springe eigentlich lieber, als zu gehen, aber zum Schluss lässt sich dann der Sprung nicht mehr wirklich kontrollieren. Soll ich eigentlich links oder rechts entlang gehen? Ich weiß es gerade nicht. Spielt eigentlich keine Rolle, oder? Nee. Nee. Okay, dann halt vorsichtig sein. Extrem vorsichtig. Immer schön ein bisschen mit der Kamera spielen, dann klappt es auch. Hoppa! Was zum... Ja, weil da die Kante im Weg war. Habt ihr gesehen? Die Kante ist ja nicht quasi direkt vor Conker. Nein, die Kante ist ein bisschen abgerundet. Und wenn er da direkt an der Kante springt, dann verfälscht sich halt sein Sprung. Ja. Ja, da mache ich das Spiel nicht schlecht für. Es ist ein bisschen schwieriger halt, aber... No, nein! Ah, jetzt weiß ich wenigstens, wo ich bin. Oder auch nicht. Aha, hier hoch? Was gibt's hier eigentlich noch Schönes? Aha. Ah, okay. Ah, doch, alles klar. Alles klar. Das kriegen wir hin. Keine Panik. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann gibt es Brüste. Ich meine, das ist doch eine Motivation eigentlich, oder? Oder geht das nur mir so? Lassen wir das. Hallo, kleine Bienchen. Kommt her. Kommt ihr jetzt mit? Ich glaube, oder? Kommt ihr mit? Wie nein? Wie nein? Muss ich euch zuerst noch einsammeln irgendwie? Jetzt kommt ihr bestimmt mit, oder? Hä? Nö. Hä? Nö. Wo sind sie jetzt? Ah, ich... Ah, Moment. Ich habe was vergessen, verfluchte Kacke. Ich wollte... Naja. Naja. Man muss nämlich zuerst... Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Jetzt ist die Frage, habe ich das da unten aktiviert? Das habe ich bestimmt aktiviert, oder? Ja. Ich muss, glaube ich, zuerst den Bienenkönig wieder ansprechen, dass wir diese Tickelbienen auch wirklich folgen. Glaube ich. Wo soll ich jetzt runtergehen, verdammt? Am besten gleich hier. Dann bin ich hier quasi beim Eingang, oder? Scheiße. Conker hat nicht reagiert. Ja, Conker ist halt ein bisschen eigenwillig. Ist nun mal so. Und das Tor ist offen. Gut. Hole ich mir das Geld, bevor ich das vergesse. Mit dir habe ich schon gequatscht, oder? Ja. Hey, can you help me out here? The guy over there, he said he wants... Ja, mit L kann ich es überspringen. Ach so, verstehe. Ja, Cutscenes sind witzig und so, aber haben wir schon gesehen. Das Tor haben wir aufgemacht, das Gute, und hier drin müsste eigentlich das Geld sein, oder nicht? Ja, da ist Geld. Komm her, Geld. Sehr schön. Oh, another wise guy. Come on, eh? Komm her. Cool. I'm gonna have that gold card before you know it. Alles klar, Conker. Und ich glaube, jetzt hier in diesem Scheunenbereich haben wir bald alles gemacht, abgesehen von den Brüsten. Eigentlich das Wichtigste, nicht wahr?
Ja, komm, ist doch wahr. Gut, also müssen wir zuerst, glaube ich, wieder den Bienenkönig ansprechen. Vermutlich, weil ich gestorben bin, das könnte sein. Weiß ich nicht mehr. Dann müssen wir Bienenvölker sammeln gehen. Das Blöde ist, ich weiß nicht mal, wie viele das sind, schlussendlich. Ah, Conker. Den Witz hast du jetzt schon ein paar Mal gebracht. Er wird nicht besser. Er wird nicht besser. So. Vorsichtig hier lang gehen. So. Hallo? Ja, ja. Da oben ist noch Geld, wir wissen's. Das wollen wir natürlich auch mitnehmen. So. Nam, nam, nam. So. Weg da. Okay, Typ. Sprich doch mal mit uns. Typ? Oder muss ich zuerst... Ich glaube, ich muss einfach zuerst mit denen hier sprechen. Ach so. Ja, ja, ihr seid Kitzelbienen. Ist in Ordnung. Liefern wir die mal ab. Kommt ihr? Ja, ihr kommt mit. Es sind schon mehr als nur drei Gruppierungen, ja. Pazifistische Gruppierungen. Erstmal die hier abliefern. Ja, ich glaube auch. Gut, dann holen wir uns nochmal zwei. Ich glaube, ich gehe gleich ganz nach oben. Ist das klug? Ich glaube, ja. Aber wie komme ich da am besten ganz nach oben? Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Wir sehen uns erst noch anderweitig um. Wo sind noch Bienenvölker? Ich glaube, hier hinten ist auch irgendwo eines. Oder nicht? Habe ich das falsch im Kopf? Das sieht fast so aus. Nee, da hinten, da hinten. Ha, wusste ich doch. Kommt her, ihr habt eine wichtige Aufgabe. Eine sehr wichtige Aufgabe. Da drüben noch mehr? Nö, offensichtlich nicht. Da hängt einfach ein Leben. Ja, von hier komme ich da, glaube ich, nicht ran. Nein. Nicht runterfallen, Conker. Immer schön vorsichtig springen. Dann wird alles gut. Hoffe ich. Auf die Bienen warten. Ja. Ja, sind halt nicht die schnellsten Tiere. Oh, geh weg, du Scheißbox. Geh weg, du Scheißbox. Nicht meine Bienen kaputt machen. Und mich auch nicht. Auch nicht ins Wasser fallen. Bienen mögen kein Wasser, wissen wir ja. So, hier hinkommen bitte. Ja. Na, kann man schon was sehen? Nee, es reicht noch nicht. Okay, dann müssen halt mehr Bienen her. Was sagt die Zeit eigentlich? Ja, wir haben noch ungefähr 2 Minuten, glaube ich. Ja gut, dann gehen wir hier hoch. Nein, das war Kacke. Und hier hoch? Komme ich jetzt von hier noch weiter hoch? Ja, komme ich. Perfekt. Ihr hier? Verflucht. Geh weg, Kiste, geh weg. Und dann fällt mir eigentlich nur noch ein Schwarm ein, der ganz oben. Ja. Hm, oder gibt's noch einen fünften? 5 wäre eigentlich eine bessere Zahl als 4. Meine ich. Ah, man sieht schon was durchblitzen. Ah, schön. Ja, mein Gott, grüne Brüste sind jetzt vielleicht nicht ganz das Wahre. Außer man darf sie mit Fingerfarben selber grün bemalen, dann ist das was anderes, aber egal. Hört mir doch einfach gar nicht zu. Springen. Jawohl. Und dann ganz hoch. Holen wir uns noch das Bienenvolk, das ich noch im Kopf habe. Aber ansonsten wüsste ich dann gerade keines mehr spontan. Ah, da. Conker, du wirst doch wohl hier hochkommen, oder nicht? Wo muss ich jetzt hochgehen? Da oder da? Ich glaube hier. Da drüben wird es aber auch noch irgendwo hochgehen. Ah, ich glaube, da sind wir... Ah, ich glaube, da sind wir schon hochgeklettert. Genau, bei diesen scheiß Wespen da. So. Jetzt wieder vorsichtig zu diesen Bienchen hier rüber. Hallo Bienchen. Ja, jetzt kommt ihr freiwillig mit. Ist gut. Ja. Wow. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Nein, bin abgerutscht. Bin ich da wirklich abgerutscht? Das darf nicht wahr sein. Okay, die Bienen wären mitgekommen. Okay.
Okay, ist gut. Ist ja gut. Leute, ich muss jetzt diese Bienen wieder einsammeln, aber ich hoffe, das macht nichts. Aber das tun wir erst beim nächsten Part, denn das war's für heute mit Conker's Bad Fur Day. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.